I believe I can climb. So, hallo Freunde, hier ist euer Natus. Ich bin mal wieder unterwegs, oder wir vielmehr. Der Phil ist dabei und noch ein Kollege, der Game Searching Exit. Moin. Der hat aber sich gerade verzogen, schon mal den ersten Tradi zu suchen. Und wir machen heute spektakuläre, eigentlich einen spektakulären Cache, nämlich die Riesenturmhöhle in der böhmischen Schweiz. Quasi kurz hinter der deutschen Grenze in Tschechien. Den habe ich schon mal vor Jahren angegangen mit zwei Kollegen. Das ist mal gescheitert. Sind in den engen Einstieg nicht reingekommen. Beziehungsweise ich habe es gerade so geschafft, aber meine Kollegen haben es nicht. Heute sind wir drei schlanke Kerle und werden den Einstieg meistern. Wird eine lustige Aktion werden. Sonne ist cool. Sonne ist da. Sonne! Und naja, wir haben ja gut geparkt, sodass wir nicht weit laufen müssen. Und ja, dann klettern wir mal hoch zur Höhle und dann hinein. Ein schöner Anblick. So, Kinders, wir haben es geschafft. Wir haben uns den Berg Nuf gequält. Von der Natus mit seiner schicken Lunge. Und da sind wir. Das ist die Riesenturmhöhle. Da ist genau, das ist der Ring. Und in das Löchel, genau links von Phil, müssen wir runter. Werden wir uns erstmal uns anhosen. Und dann geht das los. So, der erste Mann wagt sich durch die Engstelle. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Na genau. So, Freunde. Irgendwie habe ich hier ein Flashback, als ob ich das alles schon mal gemacht hätte. Der dünnste von uns ist schon mal durch. Sag mal, gibt es hier noch was für die Füße? Nein, ja, hier. Ach, das geht super, Phil. So, selbe Spiel. Jetzt rieselt der Kalk von oben. Ne, der Kalk nicht. Wenn hier was rieselt, ist es Dreck und Sandstein. Und der dritte Mann wirft sich durch die Engstelle durch. Ja, er macht das gut. Wir sehen einen offenen Schnürsenkel, wir sehen nackte Beine, sehr attraktiv. So, wie sagt man bei der Höhlenbefahrung, da sagt man garantiert nicht Vorsteiger, da sagt man irgendwas anderes, ich weiß bloß nicht was. Absteiger, unser Absteiger, unser erster, beginnt hier rüben die erste Stelle, irgendwas 8 Meter Abseil runter zu würschen. Hier drüben kämpft der Philipp mit dem Abstieg in der Engstelle. Und daran sieht man, sobald man nicht Dürre ist, wie mein Kollege hier vor mir und ich bin eine muss man kämpfen, muss man wirklich an der Engstelle hinter mir kämpfen. Boah, wir filmen das hier später. Komm schon! Hinter mir, das ist kein Sex. Nein. Bloß gut, dass wir das jetzt machen. Der Phil kämpft. Ab geht er, Peter. Das ist aber nicht mehr so richtig weiß am Rücken. Sehr schön. Jetzt macht ihr Spaß hier mit euch, Jungs.
So, wir sind übrigens jetzt schon seit 2 Tagen unterwegs. Aktuell befinden wir uns laut unserem Höhenplan bei minus 137 Meter. Ne, das ist zu wenig. Warte mal, bei 526 ungefähr. Wir befinden uns kurz vorm Marianengraben. Genau. Wir können die Lava schon riechen. Genau. Also, unser Ziel ist es ja, bis zum Erdmittelpunkt zu kommen. Da sind wir auch nicht mehr weit. Und dann werden wir uns überlegen, ob wir wieder hoch machen oder ob wir direkt runter nach Australien durchseilen. Nach Neuseeland oder irgendwo, wo wir halt rauskommen. Aber das überlegen wir uns nochmal, weil wir haben nicht genug zu essen mit. So, ach, da geht's lang. Hübsch. Ich hab noch einen warte, nee. Sekunde. Machen. Sekunde. Seil ist frei. Ja, jetzt fühle ich mich wohl. Nichts mehr. Kaum noch Zeug an Mann. Sehr schön. Rechts. Ja. Tendenziell rechts. Geht der ganz schön tief, so ein bisschen? Tiefer, Baby. Mal gucken, ob das hier hochgeklettert bekommt. Ja. Der Philipp auf jeden Fall. Von seiner Körpergröße. Aber ich würde sagen, das kriegen wir hin. I believe I can climb. Ja. So, also Höhlen. Was will man dazu sagen? Höhlen sind ja an sich nicht schlecht, wenn sie nicht so enge wären. Das macht sie sympathisch. Zack. Das ist cool. Das sieht gut aus. Das wird gut hier. Wirst du hier runter, wirst du quasi flutschen. Hoffentlich nicht zu schnell, nicht schneller als gewollt. 80 cm, 90. Und noch, ja, und zack, geschafft. Los hier abklatschen. Oh, das war spektakulär. Ein Traum. Also wir stellen fest, am Erdmittelpunkt ist es nicht ganz so warm wie gedacht. Und auch hier muss man sich wieder kriechen, vorwärts bewegen. Schöne Sanduhr, nur braucht dich ja keiner. Genau. Yes. Ja, so habe ich es im Höhenplan. Very nice. Climb. Nee, creech. Ah ja. Genau, ich glaube, das soll eine Sackgasse sein. Gucken wir uns dann mal an. Jetzt ist mich erstmal hier. Ist doch ein fetter Pfeil. Sehr schön. Also, was ich noch erzählen wollte, ich war ja schon in Frankreich in diversen Höhlen. Und das ist ungefähr das Gegenteil von Höhlen der sächsischen oder böhmischen Schweiz. Das sind ja diese Tropfsteinhöhlen. Da. Oh, hier ist eine coole Sanduhr. Da gehst du von einer spektakulären, riesengroßen Höhlenraum, Kathedralenraum in die nächste. Und hier hat man ja diese zerklüfteten, schmalen Höhlen. Also ich muss sagen, ich habe ein gutes Passungsmaß hier. Ja. Oh, ich sehe die Dose. Welche? Ich glaube, die Pech. Liegt doch eigentlich immer sehr offen auf. Ja, genau. Hey, juhu! Hab ich auch noch mit hin? Ja, und? Wir machen hier kuscheligen. Wir machen ein kuscheliges Selfie. Oh, sag mal, mein Helm, der muss ja echt viel aushalten. Der muss halt viel aushalten. So, also hier, ich kann mich kaum bewegen. Ist der Cache? Nee, das ist das Höhlenbuch. Das Höhlenbuch, genau. Le Cache. Wir haben es geschafft. Daumen hoch. Das ist mal eine geile Nummer, ein alter, sehr alter Cache. Wobei, das bei einem Höhlencache irgendwie nichts zu sagen ist, Alter. Die Höhle ist einfach schon viel älter. Und wir haben uns vorgekämpft. Ach, da habe ich schon Ludi gesehen. Le Stempel, Dilla, Ludi. Grüße an Ludi. Jetzt die nächste halbe Stunde werden wir jetzt ja anfangen, Namen vorzulesen. Genau, also wir stempeln uns mal hier rein. So. Mein liebstes Wort
und Olaf Schuberts auch, ist so. Dürften. Jörg, da wo ich mich nicht hindrehen kann. Bitte? Darf ich dein Pulli vielleicht benutzen? So, es geht zurück. Philipp kämpft. Jetzt kommt er. Und hier vorne wird schon angehost. Zurück nach oben. Da müssen wir hin. Kann euch beruhigen. Seil hängt da. Und der Phil kommt. Oder auch nicht. Doch, er kommt. Er fitzt. Er mehrt. Er steigt. Klappe da oben. Gut. Und ich bin schon an der nächsten. Und werde noch hier ein bisschen Platz machen. Und ja gerade erst Gruppenstau erzeugen. Das war ja noch der einfache Teil. So, ich gucke mir das mal von oben an hier, Jungs. Peace. So, das ist hier die Zwischenebene. Da von unten kam der Kollege. Da sitzt der Nächste und ich hinge schon am Seil und werde mich mal da oben ins Tageslicht begeben. Zum Glück tragen wir ja Helme. Ah ja, ihr müsst Kaminklettern nehmen. So Freunde, wir haben es geschafft. Also, man muss sagen, wir sind unterschiedlich durchgekommen. Der Einzige, der Muskeln hat, der hatte die meisten Probleme. Die zwei Leichtgewichte hatten keinerlei Probleme, naja, weniger Probleme. Wir haben den Cache geschafft, wir haben die Höhle geschafft, hat Spaß gemacht. Das machen wir mal wieder, würde ich sagen. Abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like oder was auch immer und guckt weiter. Viel Spaß, geht cachen, geht raus, guckt ein bisschen Fernsehen, bringt alles nichts. Tschüss.